Die Bilanzleute, wir Deutschen haben es in unserer Geschichte niemals leicht gehabt. Wir haben uns aber immer geschafft, uns zu behaupten, etwas aufzubauen, auch aus nichts etwas gemacht. Und das zeichnet uns aus. Ja, und dieses aus nichts etwas machen, das ist auch bis heute so geblieben. Und das kann man ja auch sehen, wenn man in den ländlichen Raum hier in Mecklenburg und Vorpommern schaut, wo die Menschen mit ganz wenigen Mitteln ausgestattet sich ein menschenwürdiges Leben gestalten wollen. Ob das nun der Kleinbauer ist, der mit 4 oder 5 Hektar versucht, irgendetwas noch zu schaffen, oder ob das die Familie ist, die sich dagegen wehrt, hier aus dieser Heimat wegzugehen, nur um Geld verdienen zu können, dann schaut man dann doch mit etwas anderen Augen hier auf dieses wunderschöne Mecklenburg und Pommern. Aber leider ist die Realität so, dass die Leistungskraft und die Leistungsfähigkeit der Deutschen natürlich auch ausgenutzt wird, weil man abschöpft und weil man ganz einfach sieht, dass die Leistungskraft ganz einfach ausgenutzt wird. Wir haben im sozialen Bereich überhaupt gar keine Sicherheiten mehr. Die Schere Arm und Reich, die geht praktisch stündlich mehr auseinander. Die wenigen Zentren, wo ein klein wenig Industrie hier angesiedelt wurde, schaffen es nicht, ein menschenwürdiges Leben auch für die Alten sicherzustellen. Und ich denke, dass es schon Volksverrat ist, wenn man in dieser Situation laut schreit, wir brauchen junge Menschen aus dem Ausland, wir brauchen Schwarzafrikaner, die uns dann hier ihre Rente dann für die alten Leute erwirtschaften. Ja, liebe Landsleute, der Trabant, der steht für Leistungswille, auch in Zeiten, wo es ganz, ganz schlecht geht uns Deutschen. Er steht für ein Symbol, auch wenn es ganz, ganz schwierig wird, doch noch etwas zu schaffen. Und das haben die Deutschen sowohl in der DDR nach dem Zweiten Weltkrieg als auch im Westen gezeigt. Nach 10 Jahren war Deutschland wieder aufgebaut. Im Osten sowie im Westen. Und dass die Deutschen auch politisch, wenn sie unzufrieden werden, eine Veränderung durchsetzen können, das hat man 89 gesehen. Da sind nämlich die Deutschen im Osten auf die Straße gegangen. Und ich frage mich, wie lange warten die Deutschen im Westen, um wieder auf die Straße zu gehen und dann wirklich ein gemeinsames Deutschland, souverän und leistungsstark, zu errichten. Denn es wird Zeit. Es wird Zeit. Wir müssen es tun. Wir müssen uns wehren. Und helfen Sie uns von der NPD, dass wir uns wehren gegen Überfremdung, gegen sozialen Abbau und gegen das Kaputtmachen Deutschlands, das Kaputtmachen der deutschen Familie. Am 4. September müssen Sie zur Wahl gehen, damit wir gemeinsam Stärke zeigen. Ihre zweite Stimme für die NPD am 4. September, damit wir gemeinsam uns wehren, denn nur so geht es. Ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank.